Anakin Skywalker ist nicht dabei. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wer weiß mehr. Diesmal euer Showmaster, nicht der wundervolle Yannick, sondern der einzigartige Bär. Art Attack. Das ist Art Attack. Hier ist Art Attack. Nein, ich bin heute euer Showmaster, hab 5 Kategorien ausgewählt und die Kandidaten stelle ich jetzt vor. Zu meiner, ich weiß jetzt nicht, wer von euch links und rechts ist, ich sag jetzt einfach zu meiner Linken. Sven. Zu meiner Linken, mir fällt nichts ein, einfach Sven. Hi, ja, hi. Ich bin schon wundervoll, du bist der Sven. Ha. Und zu meiner Rechten, der einzigartige bin ich ja, der wundervolle Yannick. Hi, danke Ben für die Einladung. Danke Ben für die Einladung. Finde ich sehr schön. Ja, gerne. Der Anzug steht dir. Ja, finde ich auch, ne? Aber die Krawatte habe ich ein bisschen zu eng gebunden, aber nützt ja nichts, ne? Ja, so eben noch einen Schluck trinken. So, mein Rachen wird schon ganz, ganz trocken, also eben noch einen Schluck trinken. Ich hätte es auch für eine gute Game Show auch gehört, ne? Genau. Ich habe auch extra vorbereitet, mir was zu trinken hier hingestellt. Ah, ich auch. Aber das schlecht vorbereitet hier. Ja. Da will einer wohl. Schlecht Erfahrung also, gemacht. Es geht heute darum, den Titel zu verteidigen. Ja. Als Loser des letzten Spiels. Also Sven darf heute nochmal ran, er darf nochmal. Also gewinnt man, wenn man verliert? Jein, ich weiß es nicht. Also, auf jeden Fall, hab ich 5 Kategorien vorbereitet und die Regeln sind ja bekannt. Der eine fängt an und damit immer abwechselnd, bis einer das Doppelte sagt oder nichts mehr weiß. Man hat 30 Sekunden Zeit zu antworten, also ich gebe erst 10 Sekunden. Und wenn dann nach 10 Sekunden nur noch M kommt, stoppe ich mein Timer. Und ja. Erkläre ich nochmal ganz kurz die Regeln, die ja eigentlich allbekannt sind, aber können ja auch neue Zuschauer sein. Es fängt damit an, dass ich auslose, wer anfängt. Wer hätte es gedacht? Dann fängt der eine an und dann immer abwechselnd pro Kategorie. Wenn jetzt Sven anfängt mit der ersten Kategorie, dann Yannick, Sven. Dann halt 5 Kategorien und ich sag dann einfach nur die Kategorie rein und dann sagen sie halt Namen, Städte, Personen, sonst irgendetwas und dann immer gegenseitig abwechselnd, bis der eine entweder was doppelt sagt oder nichts mehr weiß. Wieder fünf. Ich habe 5 Kategorien vorbereitet. Alles klar. Ja, 5-0 Klatscher, hast du jetzt schon kommen? Darth Vader! Hab gewonnen. Wollt ihr mir schon mal eine Zahl zwischen 1 und 5 sagen, mit welcher Kategorie wir anfangen? 3. 27. Okay, Sven hat letztes Mal verloren, deswegen hat sich die 3 gewünscht. Aber 27 ist die Nummer von Modest, der wieder bei Köln spielt. Okay, gut. Okay, Kategorie Nummer 3, ich weiß die Kategorie und Yannick, Kopf oder Zahl? Was ich sein möchte. Nein, wer anfängt zu. Mit der gleich in der ersten Runde anfängt. Kopf oder Zahl, Yannick? Achso, du hast ja schon einen Gedanken gemacht, wer Kopf und wer Zahl ist. Nein, du sollst dir einfach jetzt. Also, wenn ich jetzt Kopf sage und Zahl kommt, dann fängt Sven an. Genau, und wenn ja, okay. Kopf kommt, fängst du an. Okay, ich sag Zahl. Es ist. Kopf. Zahl. Also, das ist doof. Bisher ist die Quote 100%, wer es in der ersten Runde anfängt, dass der verloren hat. Okay, na, Sven, wie lange dauert das noch mit deinem Tee? Ich weiß es nicht. Egal, wir starten jetzt einfach. Wollen wir starten, Yannick? Mir ist das egal. Also. Okay, dann starten wir. Und zwar, die erste Kategorie ist eigentlich ziemlich einfach. Nennt mir Vereine aus der ersten und zweiten Bundesliga. Willst du mich verarschen? Also, leichter kann ich es nicht machen. Du hast 36 Vereine, wo du ein paar von wissen musst nur. Yannick fängt an. Okay.
Okay. Soll ich schon anfangen oder auf Sven kurz warten? Ja, ich werde es googeln. Du nichts googeln! Alter, ey, das ist doch Mobbing, ist das doch. Sven, sagst du Bescheid, wenn ich anfangen soll? So, ich richte mich nach Sven. Ja, ja, hier, mach mal, ich werde eh verlieren, also mach mal. Okay, Janik, fang an. Halt, warte, Bernd, eine Frage. Ja. War klar. Ganze Namen oder einfach nur zum Beispiel Dortmund oder irgendwie? Muss eindeutig sein, würde ich sagen. Muss eindeutig sein, ja. Wenn ein Verein zweimal vertreten ist, würde ich sagen, musst du das dann sagen. Aber wenn es, sag ich mal, nur einmal drin ist, ist ja eindeutig dann. Ja, es ist ja eindeutig. Also in der ersten und zweiten Liga sind ja keine Städtenamen doppelt. Nicht direkt, nee. Nö, also. Ich könnte ja zum Beispiel sagen, aber dann werden die beiden Vereine schon blau. Ja, genau. Alles gut. Ja. Also gut, dann Yannick, du darfst anfangen. Alles klar. Sven, ich will deine Hände von der Tastatur wegsehen. Okay. Ich habe meine Hände auch in die Kamera. Ich habe meine Hände auch in die Kamera, ich google auch nicht. Okay, gut. Ich hab die Liste schon. Köln! Erster FC Köln. Okay, Sven? Dortmund. Yannick? Hamburger SV. Fick dich, Yannick. Bremen. Ja, okay, Bremen. Okay. Paderborn. Yannick? Sven? Schalke 04. Yannick? Der FC Bayern München. Sven? Wolfsburg. Yannick? Bester Verein aller Zeiten, Leipzig. Ich hau dir gleich auf die Fresse, ey. Sven? Hier. Mönchengladbach? Mönchengladbach. Yannick? Eintracht Frankfurt. Sven? Hannover 96. Yannick? Dann nehme ich den als nächstes. Augsburg. Augsburg, Janik, Sven. Ich dachte nochmal geil. Hertha BSC. Holger BSC. Boah, jetzt gehen wir direkt die Namen aus. Das Holger BSC. Janik. Hast du voll ausgesprochen, aber ist okay. Was gibt's denn noch in der zweiten Liga? Heidenheim. Heidenheim, richtig. Sven. Scheiße, ich weiß nicht mehr. Hatten wir. Nee, Leverkusen? Hatten wir noch nicht. Boah, geil. Yannick. Darmstadt. Darmstadt, da findet das Spiel im Darmstadt. Sven. VfL Bochum oder so. Bochum ist in der zweiten Liga, richtig. Boah, ich dachte gerade dritte. Nein, zweite. Yannick. Freiburg. Freiburg hatten wir auch noch nicht, richtig. Sven. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht mehr, was wir jetzt hatten, was nicht. Ja, ich nehme auch nicht mehr, das ist ja schon mein einziges Problem gerade. ich weiß nicht. Hier. Erfurt. Ist das nicht auch noch? Was? Erfurt oder wie das heißt? Erfurt? Ja. Erfurt ist nicht in der ersten und zweiten Liga. Dritte. Dritte oder vierte? Dritte meinst du? Ich weiß nicht, was du mit Erfurt direkt meintest, aber Erfurt. Rot-Weiß Erfurt. Oder, nee, Rot-Weiß Essen ist ja scheiße. Egal. Ach, warte kurz, meine Verbindung ist gerade schlecht. Ist okay. Da bin ich ganz raus bei. So was. Das nächste Profi-Wrestler-Namen, alles klar. Ja, ich höre dich. Hi. Okay, ich höre dich ganz kurz. Ah, jetzt höre ich. Kannst du mich auch hören, Bert? Ja, ich höre dich wieder. Gut, sorry, meine Verbindung war gerade weg. Alles gut, Bert. Okay, gut. Damit ist Kategorie 1 geschlossen. Und Yannick hat Nummer 1 gewonnen. Für die Fans. War ein scheiß Thema. Vor allem für die Fans. Okay, gut. Ich habe jetzt 4 Kategorien sind noch über. Und, sag ich mal, weil Sven ja jetzt anfängt. Sven fängt an, ne? Ja. Nee. Mhm. Ja, doch. Genau, ist richtig. Sven fängt jetzt an. Darf Yannick jetzt eine Zahl zwischen 1 und 4 sagen?
Achso, die 3 darf er jetzt. Die 3 ist jetzt rausgefallen, ist jetzt so gesehen die 5. Ja, ich hab's gestrichen, deswegen jetzt nur noch zwischen 1 und 4. Achso. Okay. Ich verstehe das. Ja komm, ich will die 1. Oh, auf die Runde. Profi-Wrestler, komm! Profi-Wrestler-Namen. Dann bin ich raus, Alter, dann bin ich raus. Cody Rhodes. Okay. Matt Jackson, Nick Jackson. Sven startet, Chris, ne? Jericho, Kenny Omega. Yannick, Ruhe. Ich will ihm nur ein paar Tipps geben. Ruhe im Saal. Ja, okay, tut mir leid. Sven startet. Ja. Bitte sagt mir, soweit ihr könnt, alle Harry Potter Charaktere auf. Willst du mich verarschen? Ich hab die Filme noch nicht mal alle gesehen, ne? Ja, dann hau raus. Harry Potter. Harry Potter. Yannick. Hi. Okay, da hat jemand doch auch kein Harry Potter geguckt. Doch, aber... Hermine Ranger. Hermine Granger. Hermine. Okay. Hermine Granger und Sven. Professor Snake. Leute, lass dich. Leute! Snake? Der hieß der Snake, oder? Ja. 3. Ich gebe dir noch 3 Sekunden, dich zu verbessern. 3, 2, ja, keine Ahnung. 1. Professor Snape. Mit P. Ja, du, ganz ehrlich, ich kenne ihn nicht. Alter, ich habe mich so auf diese Kategorie gefreut und Yannick gewinnt schon wieder. Bernd? Ja? Ich habe ja vorhin einmal geraten, ne? So geraten mit den WhatsApp, wie wir wieder besprochen haben und so hin und her, ne? Ja. Du hast einmal geantwortet Harry Potter und ich dachte, okay, du hast dich nur falsch ausgesprochen, du meinst bestimmt Star Wars, weil ich das gefragt habe. Ich hab Harry Jetzt meine ich, warum du Harry Potter gesagt hast. Scheiße. Wäre aber jetzt gerade erst klar, so, alles gut. Oh. Glück gehabt. Okay, Scheiße damit. Geguckt, ne? Dein Glück, dass das ist so kacke, ne? Ich hab mich so auf die Runde gefreut, so wie Yannick bei Star Wars. Und dann ist sie einfach so schnell vorbei, ne? Ja, ganz ehrlich, ne? Wer guckt Harry Potter? Ich. Viele. Ich hab alle aus der Sven. Und ich hab sogar die ersten 2 Bücher gelesen. Alter, was ist mit euch? Als wenn euch Voldemort. Voldemort nicht eingefallen ist. Hätten auch die aus diesem fantastischen Tierwesen gezählt, die oder nur aus Harry Potter? Es ist ja eigentlich auch das Harry Potter Universum, aber fantastische Tierwesen habe ich jetzt so nicht vor Augen. Aber also, da ist. Ja, ich weiß auch hier so keinen Namen, aber das würde mich interessieren. Grindelwald hätte ich zählen lassen, weil Grindelwald auch in Harry Potter vorkommt. Ja, gut, Dumbledore. Dumbledore, der sagt mir was. Ja, warum nennst du ihn denn nicht? Ist ja jetzt egal, ist ja jetzt egal. Ich war mir nicht sicher, ob das noch Harry Potter ist oder ob der woanders war. Okay, gut. Das war eigentlich meine Favoritenkategorie. Ja, meine war es auch. Zerstört. Der jetzt an. Yannick fängt an. 2-0 für Yannick. Yannick fängt an, deswegen darf Sven eine Zahl zwischen 1 und 3 nennen. 2. Okay, nächste Kategorie sind die... Jetzt haltet euch wirklich fest. Gummibärenbande. Hab ich auch gedacht. Ja, genau. Nennt mir bitte alle Mitglieder der Gummibärenbande. Nein, Spaß beiseite. Nennt mir bitte alle von der USA, alle Staaten, Bundesstaaten der USA. Finde ich geil. Fick dich einfach. Bernd hat sich gut vorbereitet. Bernd, also. Das ist mir Alter. Heute im Matheunterricht eingefallen, die Idee. Ja, heute im Matheunterricht sagt er. Okay. Sven fängt an. Ich doch. Hey, Yannick fängt an. Entschuldigung. Alles gut, Nebraska. Nebraska ist da. Ich muss gerade runterscrollen, dass ich mal wieder Nebraska ist dabei. Sven. Gibt's mal 50 Texas? Sven. Texas ist auch ein Start. Richtig. Ja! Noch 50 Sven, machen wir. Yannick. Arizona. Arizona! Richtig. Sven. Ich mag sein Gesicht gerade. Ja, ich auch. Ach du Scheiße. Washington? Gibt's das nicht auch als Start? Warte, ich muss runter scrollen. Washington ist ein Start. Geil. Die Stadt darin ist Washington DC oder so, ne?
Genau, irgendwie so war das. Kompatibel sein. Dann ist Yannick jetzt wieder dran. Boah, was haben wir denn schon gesagt? Florida. Florida ist dabei. Das wollte ich eigentlich erst sagen, nur ich dachte, das ist eine Stadt. Nein, es gibt, ist auch eine Stadt. Orlando ist eine Stadt in Florida. Oder Miami. Miami ist in Florida eine Stadt, genau. Gut. Sven. Kalifornien. Kalifornien. Ist mein Bruder aktuell, also ja. Fun Facts. Kalifornien mit K, ich habe gerade unter C geguckt. Entschuldigung, Kalifornien ist dabei. Puh. Yannick. Utah mit U. Utah. Das hast du auch gegoogelt, das hast du gegoogelt. Ich kenne USA. Ich habe keinen Beweis, dass Yannick gegoogelt hat, also ich muss es akzeptieren. Utah. Geografie hat immer 1 oder 2. Wow. Bei Herr Blavat, noch mehr Fun Facts. Sven. Möchte so. Alter, was haben wir denn schon alles? Was noch 48? Also, 47. Ich geb den Tipp. Also müssen noch 47 Sven, sein, Sven. Du hast Far Cry 5 gespielt, ne? Ja. Das ist jetzt ein Tipp für dich, weil du jetzt wirklich gar nichts weißt. In welchem Bundesstaat spielt. In welchem Bundesstaat spielt Far Cry 5 in Amerika? Willst du mich verarschen? Jetzt habe ich mir das merkt. Okay, dann. Ja. Ja, Timer läuft oder was? Warte. Ich stelle den Timer jetzt gleich ein. Also ich gebe ihm jetzt noch 5, 4, ja, warte eben. 3. Dann läuft der Timer erst, Sven. Dann hast du nochmal 30. 1. Oh. Startet 30 Sekunden für Sven. Warte. Oh, wie heißt. Ja, ich gebe keine Tipps mehr. Ich als Showmaster. Das ist mir zu blöd. Sehen wir mal. So Texas rum. Hatten wir schon. Kalifornien hatten wir. New York hatten wir. Utah. 23, 5, 4, 3, Alter. 2, 1. Ich gebe dir jetzt noch 50 Sekunden Zeit einzuloggen. 5, ja, warte. 4, 3, 2, 1. Stopp. Nee. Amerika, Junge. Was war verloren? Du hast gerade New York gesagt. New York war noch nicht dabei. Genau. Doch, New York habe ich doch schon gesagt. Nee. Nein, du hast Washington gesagt. Ah, und Texas aber New York hast du gesagt. Nicht. Kalifornien New York hast du gesagt. New York ist ein Bundesstaat. Echt? Ist auch beides? Ja. Ist beides. New York City. Alter, Alabama hätte es auch gegeben. Alaska, Colorado, Florida. Missouri. Georgia. North Dakota, South Dakota. Kansas. Kentucky. Maryland. Massachusetts. Mississippi. Nevada. New Mexico. Illinois. Du hast doch auch Breaking Bad geguckt, oder nicht? Nee. Da hast du einiges in deinem Leben verpasst. Ohio, Tennessee, Virginia, Wyoming. Also, hier sind. Die meisten kennst du auch, nur weil du jetzt gerade die Liste vor dir hast. Nein, ich kannte wirklich auch vorher schon welche. Ich kann auch viel. Aber gut, das ist auch vorbei. 3-0 für Yannick. Wer hätte es gedacht? Ich finde mir meinen Sieg den Frau. Also, ich glaube, Yannick hat was. Also, die Zuschauer denken sich jetzt mittlerweile, tut Sven nur so oder ist er wirklich so blöd? Ich bin unvorbereitet. Sven ist ja eher durch Yannick aber auch. Nee. Yannick hat noch gefragt, ob du ihm die Sachen schickst. Ne? Du sagtest ja. Also. Oh, das war doch ein Spaß, Mann. Ich kann dir den Privatchat doch schicken. Meine Fresse. Okay, gut. Und er hat bei dir auch und er hat in der Gruppe Reporter gesagt, also, da hättest du aufschalten können. Da hättest du auch schalten können, ja. Ja, ich dachte, du machst ja auch Star Wars. Wie heißt? Wer fängt jetzt an? Sven. Sven fängt jetzt an. Also Yannick, eine Zahl zwischen 1 und 2. 2. 2. Weil Sven ist immer 2. Okay, seid ihr bereit? Ich frage jetzt nochmal, fühlt euch in der Lage, jetzt diese Fragerunde anzunehmen? Boah, wie so ein Test. Seid in der Lage, die Tests erst zu schreiben? Ja. Nee, also, Mann, ganz ehrlich. Fühlt euch in der Lage jetzt, Sven, nach deiner Klatsche, fühlst du dich in der Lage, das noch zu machen? Nee, Mann, eigentlich nicht. Okay, ja. Also, es geht darum, nennt mir DC-Helden und Bösewichte.
Da sehe ich mich. So ein Arschloch. Du da sehe ich mich. Alter, was weißt du denn eigentlich? Okay, die letzte Kategorie, da wirst du wahrscheinlich gewinnen. Glaube ich nicht, aber okay. Fallen Stars? Oder was? Nee, da würde ich gewinnen. Ja, aber Sven ist ja dabei, deswegen. Okay, also Sven, fang an. Superheld aus dem DC-Universum oder ein Schurke aus dem DC-Universum? Joker. Ja, Nick. The Buffman aus Batman. Hä? Batman. Batman, ja. Batman also, ja. Wer ist Batman? Okay, Batman. Sven. Hier, Robin. Ja, ist aus dem DC-Universum, ne? Also. Ja, ja. Ja, hätte ich auch zählen lassen. Ja, genau. Nightwing. Sorry. Okay, ich muss da warten. Yannick. Nightwing. Nightwing? Da war mal Robin und ist dann. Also, das ist der erste Robin gewesen und der wurde dann zu Nightwing. Also, nicht zu Batman, sondern. Weil Batman hat einen neuen Robin bekommen und er wurde dann Nightwing. Nee, andersrum. Er wurde Nightwing und dann hat Batman einen neuen Robin bekommen. Also, es gibt ja 5 Robins. Also, es ist als sozusagen alter Robin. Nee, das ist aber ein neuer Superheld. Nee, ist neuer. Das ist eine neue Person. Es gibt Batman und es gibt Nightwing und es gibt Robin, so in der Art. Also, Nightwing ist so eigen. Also, ehemaliger. Der erste Robin wurde zum eigenen. Hat sich, wurde nicht der Nachfolger von Batman, sondern wurde ein eigener Superheld, nämlich Nightwing. Ja, muss ich mal im DC-Universum nachgucken, weil ich kannte den jetzt so nicht. Hab die Seite auch Alter, ich hab das Online-Spiel DC Universe gespielt, da weiß man einiges. Ja, DC wow. Universe habe ich auch ein bisschen gespielt, das stimmt. Und ich hab Filme geguckt, Sven. Tut mir leid. Mhm. Einen noch weiter. N. Das trägt immer blau-schwarz. Nightwing, da. Ja, zählt. Und Sven ist dran. Aquaman. Richtig. Hier würde ich nicht als Superheld bezeichnen, sondern eher so als Typ, der mit Fischen sprechen kann, so wie SpongeBob. Ey, aber der neueste Aquaman-Film, der war geil. Habe ich nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Der, visuell soll er ziemlich geil ausgesehen haben, ne? So mit Atlantis und so. Also der Film war wirklich geil. Ich fand ihn richtig gut. Aber, die, aber egal. Die Synchronstimme ja von Jason Momoa, die deutsche, die war, die sollte so ein bisschen. Ja, hier, wo ist voll krass. Er ist so null, also so. Weiß ich, aber ich weiß natürlich. Ja. Egal. Egal. Yannick, du bist. Ja. Doomsday. Doomsday. Muss ich auch einmal nachgucken. D. Doomsday. Richtig. Und Sven. Superman. Das ist einfach ein extra für Sven. Also, Sven nimmt die einfachen und Yannick nimmt die, die ich nachgucken muss. Ja. Okay, Yannick. Clayface. Mit C oder mit K? C. Clayface. Und Lehmgesicht, so Gesicht zu Deutsch, wenn man es auf Deutsch übersetzen würde. Ja, Lehmgesicht, genau. Genau, der. Clayface, da genau. Ist er. Ich der denk. Hat Batman Arkham City, war der einer der Gegner, der Bossgegner. Ah, okay, also hast du auch die Arkham-Spiele gespielt. Genau, alle. Auch den letzten, der so unfraglich war und so einen Jumpscare-Moment hatte. Ah, okay. Dann ist jetzt Sven wieder dran. The Flash, oder wie der heißt? Ja. Ja, The Flash, richtig. Und Yannick? Wen nehme ich denn? Solomon Grundy. S. Ich zwing Ben zu googeln. Nee, ich bin auf der offiziellen Wiki-Seite. Solomon Grundy, da ist er. Und woher kennst du den? Der war in Arkham Asylum. Mann. Okay. Ah ja, Arkham Asylum. Da hat Sven. Batman. Achso, ja, also ich. Achso, okay. Erzähl weiter. Nee, dann hätte ich nämlich gesagt, Batman hat gerade einen von seiner Bösewichte da gejagt. Dann hätte ich die Namen gewusst, was er gesagt hat. Ah, gut. Okay. Das hätte ich gleich dann. Ich sag den Bösewicht gleich, dann kann ich so weiter singen. Okay, Sven. Wonder Woman. Genau. Wonder Woman gehört zur Justice League, genau. Pinguin. Dann der Pinguin. Genau, Batman hat einen Pinguin gejagt und dabei wurde eine Falle gelockt und dann musste er auf einmal gegen Solomon Grundy kämpfen. Ah, okay, gut. Sven, wen hast du jetzt aus der Justice League für uns? Sind nicht mehr viele.
Muss das. Nee, DC-Universum oder nicht? Aber du warst da gerade dabei, deswegen hat er dich gefragt. Aber erzähl, wie du willst. Genau. Hier gibt's genug. Du hast nämlich Aquaman gesagt, Superman, Wonder Woman, The Flash. Ja, das waren so die, die ich noch kannte. Die sind da, du kannst aber auch einen Schurken sagen, ne? Ja, ich bin mir bei einem Schurken nicht sicher. Sag einfach, du hast eh verloren. Ja, sowieso, aber hier Sandman oder wie der heißt? Sandman. Ja, nee. Marvel. Der ist Marvel. Oder war das Marvel? Der hat gegen Spider-Man gekämpft. Das ist Marvel. Das Sandman ist von Marvel. Der hat Spider-Man 3 gegen Spider-Man gekämpft. Genau, Spider-Man 3. Green Arrow wäre noch da gewesen. Was wäre mit Bane gewesen, zum Beispiel? Genau, Bane. Green Lantern. Cyborg. Sinestro. Black Manta. Man-Bat war noch da. Ocean Master. Also es gab einige noch zur Auswahl. Also Raven. 4-0 für Yannick. Gibt's eigentlich auch Batwoman? Ja, ne? Ja. Batgirl. Batgirl, es gibt Catwoman. No. Ja. Ich glaube Batwoman, aber nicht Batgirl. Gibt's da noch? Batgirl, irgendwie so, ja. Ja, genau. Achso. Aber, okay, jetzt und Harley Quinn gibt's noch. Harley Quinn, genau. Als du letztens bei mir war, haben wir Titans geguckt. Hättest du dir da die Namen gemerkt, dann das ist ja auch DC gewesen. Hättest du nur da 4 Namen merken müssen, Sven. Ja, darauf komme ich nicht. Ja. Okay, dann, Leute. Jetzt. Um Sven den Abend noch ein bisschen zu versüßen. Kategorie. Deutsche Rapper. GG. wer fängt an von euch? Ich vertausche das immer. Yannick, glaube ich. Ja. Ich habe angefangen. Yannick hat ich am hab Anfang angefangen. Er zweite Runde, ja. Ich dritte, er vierte gerade, ich fünfte. Ja, ich fängt an. Ja. Okay. Ich hätte die Eins gerne. Ja, es bleibt nur noch eins übrig und die nehmen wir jetzt auch. Figuren aus dem. Jetzt, Sven, was vermutest du? Figuren aus dem Universum? Marvel-Universum. Haben wir schon, letztes Nein, Mal. Marvel ist nicht. Fortnite. Nein, aus dem Mario-Universum. Da sehe ich mich. Super Mario. Gut. Sven, Yannick darf anfangen. Mario. Luigi. Wario. Waluigi. Waluigi. Peach. Prinzessin Peach. Daisy. Und die Daisy, Prinzessin Daisy. Wie kam Daisy eigentlich dazu? Ist Daisy irgendwie die Cousine von Peach? Ja, ich glaube wegen Luigi. Mario hat immer Peach gejagt und da haben die sich gedacht, Dame Luigi muss auch irgendwie so. Ah, okay. Wie so ein muss auch etwas haben. Okay, Prinzessin Daisy hatten wir jetzt. Weiter. Ich bin dran, ne? Dran. Ja. An Anlehnung unseres unglaublich guten Game Masters, Bowser. Mr. Bowser. Bowser, richtig. Bowser Junior. Toad. Toad ist einer der Hauptcharaktere, genau. Weglegen, ey. Und Sven. Yoshi. Toadette. Zählt Goomba auch, ja, ne? Ja. Goomba ist ein Gegner, Goomba. Hallo? Hi. Ja, ich bin gerade ich hab grad einen im Kopf, aber ich weiß halt nicht, ob der offiziell dazu zählt. Wenn man sich in den verwandeln kann, würdet ihr sagen, der gehört dazu? Also ich hab hier die offizielle, Seite geöffnet, okay. Also. Ich sag Bowsett, komm. Die war letztens im Trend, deswegen. Ich weiß halt nicht, ob die jetzt offiziell dazu zählen oder ob das jetzt einfach nur. Aber sonst hat Sven auch einen Punkt, das ist ja okay. Ich würde trotzdem weiterspielen lassen. Ich würde mich noch interessieren, was er noch so ist. Ja, so hast du ihn nochmal weitergezählt, ne? Bowsett lese ich jetzt hier nirgendwo. Ja, raus, so. Ciao, Punkt für mich. Wollt ihr von euch aus jetzt einfach noch weiterspielen? Ja, aber ich habe trotzdem einen Punkt bekommen. Du hast einen Punkt bekommen. Ich lese Bowsett jetzt nicht hier, aber ich kann es mal googeln. Ja, weil Toadette, meine ich, jetzt hat er wie so eine Krone aufgesetzt in irgendeinem Spiel und dann wurde die Bowsett und dann war das voll der geile, voll Internet-Hype. Ach da, Bowsett. Ach so eine Mischung aus Peach und Bowser oder so, ne? Ja, genau.
Also lese ich auf der, das ist glaube ich so Fanart oder nicht? Aus dem Videospiel Bowser und Prozess in Peters, eben dieser Spielerei miteinander kombiniert. Also, ja, was, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie Fanart oder von einem Spiel ist. Ja. Ich weiß es nicht, ich kenne es zum Beispiel nicht und auf der Seite, wo ich gerade bin, ist es auch nicht aufgelistet. Und so. Wenn ich es google, sehe ich ja auch nur Fanart. Ja, das war so also mega der Trend im letzten Jahr, deswegen. Also war auf Platz 1 und überall so, also deswegen. Keine Ahnung, ob das jetzt auch offiziell okay. war. Wir machen jetzt einfach weiter, würde ich noch sagen. Kurz noch. Aber ich habe trotzdem gewonnen. Also du hast Depot. Einen Punkt gekriegt. Ja. Geil. Ja, Steigerung zum letzten Mal. Okay. Sven darf weitermachen. Knochentrocken. Knochentrocken gibt's auch, ja. Ich hab die Runde verloren, also mach ich nicht weiter. Wow. Macht für mich keinen Sinn. Kenn eh keinen mehr. Echt nicht? Mir fällt gerade so keiner ein. Hä, was ist mit Monty Maulwurf? Huibu. Huibu, genau. Nee, Hammerbruder. Duschpa. Buhu meine ich. Und Scheigei gab's auch noch. Cooper, genau. Cooper, Hammerbruder. Hammerbruder, genau. Pummelkäfer, Bummelkäfer. Pummelkäfer. Da gibt's noch. Der Nachfolger einmal nicht da ist. Kettenhund. Genau, Kettenhund. Der Wiggler, Donkey Kong, D-Kong werden hier auch noch aufgelistet. Genau, da gab's noch einen weiblichen, oder nicht? Gab's nicht noch einen weiblichen Affen? Ich könnte jetzt noch mehr von der Kong-Familie aufmachen, aber die sind nicht so weit aufgelistet hier. Achso. Rosalina gab's noch. Genau. Toadette. Birdo, König Buhu. Die Fee. Die Feen. Aber das ist, ja. Ja, das war's mit der zweiten Runde von Wer weiß alles mehr. Und wir haben einen knappen Gewinner. Und zwar Yannick mit 4 Punkten. Und der Verlierer, der dieses Mal 1 Punkt geholt hat, Sven. Ich sehe eine Steigerung, ich bin zufrieden mit meiner Leistung, dabei sein ist alles. So. Oh, hör auf zu schleimen, Alter, ich kotze gleich. Du bist eh schon unbeliebt bei den Fans, also von daher. Genau. Ich möge ein paar Fans nämlich nicht mehr. Ja, gut. Wollt ihr noch jemanden grüßen? Da wolltest du jetzt einen bestimmten Namen von mir wahrscheinlich. Ich warte eigentlich auf den bestimmten Namen, aber das wirst du eh rausschneiden. Tschüss. Tschüss. Tschüss.